Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22RP Projekt. Ich bin da noch immer beim Ansehen und mein Kollege ist irgendwo anders unterwegs. Ich mache da noch den Auftrag für den kleinen Kollegen da, den wo wir jetzt letztes Mal ausgerufen haben beim Asylum. Aber wir sind nicht die Abfolge machen. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und vielen Dank für euer Feedback in den letzten Videos. Das war sehr nett. Und jo, schauen wir mal, wie viel da außer springt für das Arbeiten da. Hörst du mich? Ja. Fest. Was gibt's? Ich hab gerade mit dem Ende gesprochen. Ah, okay. Was hast du besprochen mit ihm? Ich hab zwei neue Schlepper gekauft, den Hexplan getauscht und zwei neue andere Sachen. Mhm. Dominik an. Piep. Piep. Servus. Piep. Hallo. Ja, grüß dich, Dominik. Wie sieht's denn aus? Bist du schon fertig mit Säen oder was? Na, bald aber. Ja, Junge, ich bin hier hoch zum Zimmermann gekommen. Wollte ihm helfen, der hat seine Geräte bekommen. Ja. Der hat gesagt, ich kann bei dem mähen. Weißt du, fährt er das Mähwerk vom Tiefleiter runter, fährt er mir erstmal voll in mein Auto rein. Das ist die komplette Klappe krumm unten. Alles krumm. das Zeug schenkt seine Versicherung. Junge, fällt mir komplett in die Scheiße rein. Und dann sagst du, Plastikschal, 2000 Euro. Willst du mich verarschen? Jetzt kann er da mit hingehen. Jetzt kann der das erstmal schön bezahlen. Ja, schade, damit er das bezahlt. Ja, ich kann kotzen. Fällt einfach mein Auto rein, ist komplette Klappe hinten schief. Sagt er, ist auch gar nichts passiert. Ist auch gar nichts passiert. Komplett krumm hinten. Mann. Wie weit bist du? Ich hab noch 3 Bahnen, dann bin ich fertig. Kommst dann auch hier hoch, oder was? Welche Parzelle? 33. Hier oben ist ein Hof im Wald. Ja, mach ich. Ey, du musst dir auch angucken, wo der Zimmermann wohnt. Ey, die Bude sieht aus, Junge. Die Badewanne, der, glaube ich, ist ein Klo oder so. Da ist komplett scheiße dran. Digga, und dann spielt er irgendein so ein Karottenspiel auf seinem Computer da. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Ja, mach ich gleich.
Ja, dann sehen wir uns gleich. Ja. Und pass auf dein Auto auf, wenn du hier hochkommst. Jo, bis dann. Servus. Hallo? Hä? Also, Herr. Grüß Gott. Und ist jemand im Funk? Herr Vogel. Servus. Was? Oh, ups. Was machen Sie denn? Was machen Sie denn hier auf dem Feld? Wir den Herrn Kollegen da ansehen für einen Herrn Bauer. Welchen denn Herrn Bauer? Ja, für einen Herrn Nils Bauer. Ja, aber hier das Feld, das gehört dem Herrn Zimmermann. Warte mal. Nils? Ja? Da ist gerade der Herr Felix Müller. Ich glaube, mit dem musst du kurz einmal reden. Da, Herr Müller, ich gebe Ihnen einmal Funk. Ja. Ja, hallo? Hallo? Ja? Ja, Sie wissen, dass Sie hier so ein Feld vom Herrn Zimmermann bearbeiten? Ja, das ist tatsächlich mein Feld. Weil der Herr Zimmermann hat mir ganz gesagt, warum hier ein Traktor auf seinem Feld rumfahren würde. Ne, das ist mein Feld. Er muss sich mal mit dem Zimmermann mal unterhalten. Ja. Weil der beschwert sich hier, hat's mir als gesagt, warum hier ein Traktor auf seinem Feld rumfährt. Ne, das ist eigentlich mein Feld. Jo, ich geb Ihrem Kollegen mal den Funk wieder, wenn er mal stehen bleibt. Jo. Ihr Kollege, hier ist Ihr Funk. Danke. So, schön. Nö, nö. Ja, danke, servus. Ciao. So. Nils? Ja? Was wollt denn der jetzt? Keine Ahnung. Irgendwas mit Feld. Klingeling. Klingeling. Ja, hallo? Ja, guten Morgen, hier der Herr Zimmermann. Ja? Ich habe hier gerade empört etwas festgestellt. Ja? Nämlich, könnte es nämlich sein, dass einer Ihrer Mitarbeiter auf einem meiner Felder gerade am Säen ist? Ihren Feldern? Ja. Das Feld habe ich mir die angelegt. Das wirkt aber sehr komisch, denn das Feld ist auf meinen Parzellen irgendwie. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, das sehe ich auch gerade, aber das habe ich mir eigentlich so angelegt. Das Feld habe ich komplett auf meine... Herr Zimmermann! Ja, warten Sie mal bitte hier. Ich muss mir hier gerade in den Rechtsstreit eingehen. Herr Zimmermann, ich habe jetzt mal hier mit dem Kollegen gesprochen. Der hat gesagt... Das gehört hier dem sogenannten Nils Agrar. Dem gehört das Feld anscheinend hier. Ja, der Lohnunternehmer. Aber wenn Sie auf die Karte hier nochmal schauen, das ist eigentlich mein Land. Ja, das ist in Ihrem Gebiet eingegrenzt. Ich meine, daneben haben Sie noch ein Feld, das gehört Ihnen. Das ist ganz klar. Ja. Aber das, wo gerade hier was angesehen wird, das ist ja wohl eindeutig auf meinem Gebiet. Ja, ja, das sehe ich. Was ist da schiefgelaufen, frage ich Sie jetzt. Weiß ich nicht, da habe ich nicht auf Parzellen geachtet, dass ich mich dann umfügen. So wie die Sache aussieht. Ja. Ja, was machen wir da jetzt so? Kann ich Ihnen dafür Pax geben, oder? Wie bitte? Gras wird angesehen. Ja, Gras, das ist ja ganz schlecht. Gras habe ich mir jetzt genug hier, das ist ja blöd. So, jetzt mal Mann, ich geh mal. Ja, gehen wir. Ciao, ciao. Ja, also das ist ja wirklich ganz gut. Ich habe hier gerade den Herrn Seidebacher, der mäht gerade für mich meine Landflächen. Ja. Da brauche ich nicht noch mehr Gras, weil ich brauche auch etwas, was Stroh gibt für meine Kuhweide, die ich in Zukunft betreiben möchte. Ja. Ja, also an. Wir können es auch so machen. Ich betreibe das Feld und ziehe gegen dafür mein Stroh, dass ich jedes Jahr anfange. In Weiden. Geschäft, was Sie bekommen. Sie können mir meinen Müll geben und die Stücke dann verkaufen. Das ist ja ein blödes Geschäft. Hey, warum?
sie gegen den Stroh kostenlos und ich gegen die Wiese kostenlos. Also das Gas von der Wiese, die Biogasanlage. Also da bin ich ja mal hier sehr großzügig, dass wir das einmalig, aber hier sobald das Gas abgeerntet ist, muss das weg. Okay. Hier kann ich in der Zeit, Sie haben doch glaube ich auch Weizen angesiedelt auf einem Rad. Ja, habe ich gemacht. Gehört. Da könnte ich das Stroh doch auch bestimmt dann kostenfrei bekommen, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist doch immerhin schon mal halbwegs eine gute Nachricht, aber trotzdem, wenn da irgendwas. Ja. Kann ja hier nicht sein. Nee, da habe ich wohl vertan. Tut mir recht herzlich leid. Ja, dann werden wir uns bestimmt irgendwann noch mal sehen oder so. Jo, machen wir. Jo, ebenfalls. So. So, Nils. Klingelingeling. Ja, ja. Tag. Grüß dich. Sind Sie gerade frei? Ich bin gerade von der Arbeit fertig geworden. Wieso? Ja, aber ich bräuchte einen. Wo? Bei meinem Hof. Grasmähen. Parzelle? Warte, warten Sie mal.
13, 14. Ja, aber das kann ich erst am nächsten Arbeitstag machen. Also morgen. Ja. Okay, gut. Servus. Rufen Sie mich an, einfach. Jo, fix, servus. Ciao. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.